Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alpha Protocol. Ja, das ist die erste Folge, die von mir gefixt wird. Und zwar gab es ja teilweise Probleme oder es hat geleckt oder sonst irgendwas. Und die entsprechenden Folgen, die wirklich so schlimm geraten sind, habe ich einfach gar nicht erst hochgeladen. Und ja, die werde ich jetzt nach und nach verbessern und dann nachträglich hochladen, damit auch alles komplett ist. So, genau, und zwar sollen wir jetzt den CIA-Horschposten verwanzen. Da ist letztes Mal echt alles schief gelaufen bei meinem letzten Versuch. Ich habe da mehr CIA-Typen töten müssen, als wirklich notwendig war. Ich weiß nicht, ob es diesmal besser läuft. Ja, wir werden sehen. Ich habe ja wirklich eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Ja, lass mal uns überraschen. I'm in. Seems pretty quiet. It is a listening post. The CIA is upstairs, and they probably have a guard in the lobby, so keep an eye out. Will do. Going to take a quick look around. So. Ich muss mich nochmal mit der Steuerung vertraut machen. So. Also ich fange praktisch jetzt ziemlich wieder von Null an. Es ist ja wirklich eine wirklich lange Zeit her. Cables cut. Huh? What do you mean static? All right, check downstairs. Probably blew another fuse. What am I, the fucking electrician? Need a flashlight. Ist nochmal gut gegangen. So. Wir haben gar keinen Schalldämpfer drauf. Das ist schlecht. So, ich will jetzt aber nochmal gucken, wie ich mich nochmal gegen die Wand presse. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Ging denn das? Nein. Ja, wie ging denn das? Nein. Okay, so auch nicht. Ich habe wirklich gar keine Ahnung mehr, wie es ging. Nein, so nicht. Nö, ich find's gerade echt nicht mehr raus. Wir könnten ja nochmal in der... Da hätte ich ein bisschen früher drauf kommen können. Hier gibt es doch bestimmt Steuerung. Jawohl. So, sprinten, ducken, Steuerung links. Verlassen. Ja, es wird Sinn ergeben. Aber... Ah! Mit der Leertaste. So. Okay, der kommt die Treppe runter. So. Töten dürfen wir sie ja nicht. Kommt der überhaupt die Treppe runter? So, direkt über mir ist auch einer. Ich muss vorsichtig sein.
At the front door. No leaving yet. The computer should be upstairs. Ja, sehr schön, aber da komme ich so gut gar nicht durch. Oh weia. Erschießen könnte ich jetzt wunderbar. Aber das ist ja nicht Sinn der Übung. Na komm, lauf. Na komm, geh. Danke. So. Der macht sich auf den Weg. Mike, it looks like the third floor camera is being run by a dummy console on the second floor. If you can find it, you can loop the feed and sneak past. So. Mitarbeiter ablenken. Klingt wahrscheinlich wieder so schön und ist total schwer. So. Kameras deaktivieren. So. Lange nicht mehr gehackt. Darf jetzt nicht schief gehen. Nein! Das war jetzt gar nicht gut. Time to be subtle. Mike, stop it. They're American agents. So am I. That's not stopping them. Accessing the database, downloading the software. All right, receiving. We're good. Saint. Listening in on the listening post. Gotta love this job.
Control room's locked from the inside. No other entrances I can see. Looks like the only way to get it to open is to get them to open it. I'll think of something. Looks like an air conditioning duct. Too small to fit. This ought to do the trick. What are you doing? Mike, don't kill them. There's got to be another way. Just giving them a scare. A little something I learned in third period science. What the hell? Fuck this!
So, das hätten wir doch geschafft. Wunderbar. So. Mike, I've just detected a source within the VCI branch office doing a search for your profile. Although they've got the height wrong. Why are they doing a search now? They already found me. It looks like the analyst isn't doing it on company time. I have the workstation called up. It's using the workstation Parker used while he was undercover as a Halbeck contractor. What? The ID on the badge used to access the office is a Madison St. James. What's her role at the company? A full background check may take some time, but from skimming her dossier, she looks like a new employee. Got a picture? Calling it up now. Hmm. Attractive. Recognize her? No, I think I'd remember. But if she's tied to Marburg, I think we've got a way to get to him after all. So! Tarnung, Pistolen, Maschinenpistolen, weiß nicht mehr, was ich da gewählt habe. Ich nehme mal, gucken, Zähigkeit, Rang erwerben und komm, nehmen wir noch Pistolen. So, yep. So, ich glaube, die nächste Mission war relativ kurz auch. Hängen wir die noch dran. So, fange NSA-Aufklärungsergebnisse ab, denke ich mal. So, genau. Alles klar, Mission beginnen. So, ich weiß nicht mehr wirklich, was da zu tun war, aber wir werden es jetzt wohl herausfinden. Ach so, ja, ich erinnere mich. I think I just got salmonella by looking at this place. Gotta keep the public from dropping in for a cone. Good point. I'd say their cover is working beautifully. Okay. You'll need to come up with a good reason to be here. Looks like they're scheduled for server maintenance and security upgrades this month. That might get you in. We're all professional agents. I'm sure we can come to an agreement. I hope so. Remember, if the post is compromised, they'll shut it down. And we'll lose our access. You'll also need to give the correct handshake code to identify yourself as an agent. Secret handshakes? What are we, the Shriners? It's a specific passphrase that rotates on a monthly basis. You give the correct phrase, they give the correct response, and you both know everything's on the level. So what's the code? Tell them that the Adirondacks are beautiful this time of year. They should respond with, yes, but the Alps are lovely all year long. Got it. Let's see if anybody's home. Einfach mal warten. Can I help you? Weiß ich nicht. Computers. We don't have a problem with the computer. I hear the Adirondacks are beautiful this time of year. I don't like the mountains. And you're here to fix the computers? He didn't give the response phrase. Something's wrong. Yeah. Say, about those Adirondacks. I told you I don't like mountains. Come on. I'll show you the computers. That's not the response phrase. Stay on guard, Mike. My code is out of date. They might suspect you're not on the level. So, my friend, what do you need? Nothing serious. Just here to upgrade your security systems. Oh. Okay, you got it. So, no more computer troubles, eh? You should be all set. Fort Meade can rest easy now. Hey, my friend. Gone. To go?
Okay. Das war einfach. So. Das waren, glaube ich, auch alle Missionen, die in diesem Fix gefehlt haben. Ich gucke jetzt gleich nochmal nach. So. Ups. Das wollten wir gar nicht. So. Was haben wir jetzt? Na. Genau, das war alles, was gefehlt hat. So, damit verabschiede ich mich dann. Ja, aus der ersten Fix-Episode. Wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.